Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tierlist, One Football Tierlist. Und neben mir ist der Mann, der dankenswerterweise kein Tempelritterkostüm anhat, oder was das war letzte Woche. Heute sind wir die All Greys. Stimmt, das stimmt. Heute Wechselklamotten mit dabei gehabt? Für obenrum ja. Für untenrum nicht. Eigentlich auch für untenrum, aber ich habe halt diese Botten hier an. Und da war die Frage, habe ich Lust, die Schuhe auszuziehen, Hose aus, Hose an und Schuhe wieder anzuziehen? Und die Antwort war nein. Ja, ist auch absolut fair, sehen dich ja nur über 100.000 Menschen. Aber das ist halt von Selbstbewusstsein. Nee, aber es wird schwer, vom Unterhaltungswert an die letzte Tierlist anzuknüpfen. Ich bin trotzdem aber froh, dass ihr das zu zweit gemacht habt und ich nicht über Maskottchen meine Meinung abgeben musste. Sondern über One Season Wonder. Wir präzisieren das Ganze. One Season Wonder der Bundesliga. Und wir haben bei 2000 den Cut gesetzt. Ja. Weil sonst wird es irgendwann auch. Selbst, also, da sind so ein paar Namen dabei, die hat man schon länger wahrscheinlich nicht mehr gehört. Aber wir wollten noch nicht zu weit zurückgehen. Musste man schon mal tief im Erinnerungsstübchen graben, auf jeden Fall, was dann auch da ist zu den Leuten. Aber wir haben eine sehr geile Liste, finde ich, zusammengestellt. Ja. Ein paar richtig coole Namen mit dabei. Du darfst auch gerne, also wir, ein sehr höflicher Plural von dir, aber kannst auch ruhig ich sagen. Das ist Christophs Liste im Endeffekt, also das können wir gerne so sagen. Und die ist wirklich gut, deswegen, ich möchte gar nicht so viel Credit dafür haben. Wo wir aber drüber diskutiert haben, sind die Tiers. Ja. Da haben wir auch gemerkt, Niklas ist heute auf Krawall gebürstet. Mm-mm. Niklas ist auf Diskussion aus. Nein, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, eine drastische Meinungsverschiedenheit. Eine. Ein paar kleinere auch, aber okay. Nee, aber die eine ist wirklich, letztendlich ist dieses Tier dann in der Mitte gelandet, weil wir uns nicht einigen konnten. Was macht man bei One Season Wonder? Wir nehmen als Tiers natürlich One Hit Wonder. Ja. Einer, der mir noch einfällt, den wir jetzt nicht dabei haben, ist von The Calling, Wherever You Will Go. Oh ja, oh, es gibt noch viel, viel mehr. Der Inbegriff von einem sehr guten, der war auch richtig gut, der Song, muss ich echt sagen, habe ich echt gefeiert. Es gab noch viel, viel mehr. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du Fool's Garden mit Lemon Tree rausgehauen hast. Ja, das ist für mich das, der One-Hit-Wonder, was mir als erstes einfällt tatsächlich. Ja gut, da, wann war der Song? 80er? 90er? Nee, 90er, ne? Ja. Oder? Ja. Ja, ja. Wenn wir den Cut-Off bei 2000 setzen, dann ist es nur konsequent. Oh, das weiß ich gar nicht. Haben wir jetzt nur Songs? Doch, eigentlich schon. Ja. Also unterstes Tier, da sind wir uns einig, richtiger Kack-Song. Last Ketchup, The Ketchup Song. Konntest du den tanzen? Ja, klar. Also man hat irgendwie so und so gemacht, ja, mehr kann ich nicht mehr, ja. Oh, ganz schlimm anstrengender Song. Nossa, Nossa. Na, na, übrigens, na, 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 na. Das ist Macarena. Oder Macarena ist auch ein Wonder. Wir gehen nochmal Nossa, das war Macarena. Wir gehen nochmal dieser Neymar-Song. Ja, ja. I said Jupego. Ja, genau. Weiß ich nicht mehr. Der war fester Bestandteil jeder Großraumdisco damals auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Macarena ist auch ein Wanted Wonder. I said Jupego ist auch ein Wanted Wonder. Ja. Ah, stimmt. Da gibt es noch viel mehr, aber wir brauchten nur fünf. Auf Platz 4, den wolltest du weiter nach unten haben als ich, weil ich finde, es ist ein Brett. Boomfunk MC Freestyler. Wicke, wicke. Ja. Es ist einfach nur irgendwas Melodie und ab und zu sagt jemand Freestyler. Es ist mehr wirklich ganz Song objektiv nicht betrachtet, es ist ein richtiger Kacksong, ja. Aber irgendwie fand ich, irgendwie verbinde ich was mit dem. Und du verbindest was jetzt mit unserem Streitsong. Israel Kamakaviko Ole, Over the Rainbow. Ja. Ich finde, ich sag's direkt mal zu Anfang, ich glaube, da bin ich halt ein bisschen geschädigt, weil ich genau in der Zeit beim Radio gearbeitet habe, wo das ein sehr erfolgreicher Song war und man kennt es beim Radio. Das läuft dann relativ häufig. Und wenn du den halt wirklich mehrfach am Tag hören musst, dann geht dir irgendwann auf den Keks. Und das ist halt wirklich, das plätschert halt auch so vier Minuten dahin. Aber du findest ihn richtig geil. Also, Moment. Ich find ihn sehr gut, aber du wolltest ihn ja ins unterste Tier klatschen. Ja. Meinst du so nach dem Motto, schlimmster Song, der jemals produziert worden ist. Und ich halte nur dagegen, ich war ein halbes Jahr Animateur auf Lanzarote und da wurde der Song, jeden Morgen war das der Eröffnungssong für den Tag, zu dem wir dann so ein bisschen geswayt sind auf der Clubmauer. Und ich sehe schon bei Twitter das Bild dazu, das Photoshop-Bild. Oh, und nach einem halben Jahr war ich davon nicht überdrüssig. Ich fand es immer noch gut und das ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Aber wie kommt man denn mit dem Song in den Tag? Da werden wir doch gleich wieder. Es war erst der so zum langsam reingrooven und dann kam San Fan Calimera und dann ging es ab. Dann haben wir dann richtig die Choreo ausgepackt. Takata Takabro fällt mir da auch noch ein. auch ein One-Hit-Wonder. Platz 2, eigentlich weil wir damals als Teenager alle nur das Video ganz hot fanden. Tattoo mit All the Things She Said. Ich finde den Song auch gut und es ist der Opening-Song, Intro-Song von einem meiner Lieblingspodcasts.
Ja. Ja, mach mal Werbung, weil... Nee, kann ich nicht machen. Ist so ein Fall von if you know, you know. Ah, okay, okay, verstehe. I don't know. All the things she said, haben sie ganz schön schnell ausgesprochen, fällt mir gerade auf. Und da sind wir uns einig, Platz 1, Lou Bega, Mambo No. 5. Ja. Megasong. Megasong, leider sein einziger Song gewesen. Ich habe gerade schon erzählt, es gab noch einen anderen richtig guten Song auf diesem Album, auf dem ersten, mit dem kreativen Namen Mambo Mambo. Ja, mehr kam da leider nicht. Ich glaube, ich habe noch ein Coveralbum aufgenommen. Furchtbar, ganz schlimm produziert. Also, das sind unsere Tiers. Und jetzt kommen wir zu den Spielern. Wir haben einige mit dabei. Helden der Bundesliga, ja. Aber wirklich Helden der Bundesliga zum Teil. Fangen wir an mit Demba Ba. Aber, wir müssen kurz klären. Also, jetzt, ja, was? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, deswegen gucke ich dich so erwartungsvoll an. Wir tieren ja schon so, dass wir sagen, okay, eine die Saison, die heraussticht. Ja. Und im Kontrast der Gesamtkarriere. Also, wie gut war die gesamte Karriere? Also, was tieren wir eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage, die wir auf jeden Fall klären sollten. Wir tieren nicht die eine Saison, würde ich sagen, sondern die Karriere als Gesamtwerk. Also im Prinzip. Mit einbezogen diese eine starke Bundesliga-Saison. Genau, wie krass ist der Drop-Off? Restkarriere im Vergleich zu dieser einen Saison. Wie gut war der Spieler wirklich? Okay, weil okay, okay. Eine gute Bundesliga-Saison hatten sie eigentlich alle. Die hatte ich auch, also deswegen. Ja, klar. Ja. Demba Ba hatte eine gute, und zwar bei Hoffenheim. Und zwar war das die Saison 2008, 2009. Und eigentlich könnte man ja da noch Chinedu Ubasi dazu Carlos nehmen. Eduardo. Carlos Eduardo. Generell diese ganze Hoffenheim-Mannschaft nach dem Aufstieg, wo sie, ich glaube, waren sie nicht sogar Herbstmeister? Die waren Herbstmeister, ja. Das war eine unfassbare Hinrunde, die gespielt haben. Ich erinnere mich da an ein wahnsinniges Spiel gegen die Bayern. Und Demba Ba war richtig gut in der Saison. 14 Tore gemacht, 7 Vorlagen. Ja, danach kam nicht mehr so viel. Danach kam in meinen Augen immer noch genug, um zu rechtfertigen, dass das eine sehr, sehr ordentliche Karriere war. Ja, aber in der Bundesliga nicht, meine ich. In der Bundesliga nicht. In der Bundesliga. Also, in der Bundesliga. War auch nicht mehr lange da dann, oder? War ja dann schnell doch, weg. War noch zwei Jahre da gespielt tatsächlich, auch nicht mehr durchgespielt, aber nicht mehr als 6 Tore gemacht. Danach hast du vollkommen recht. Danach kamen einige Wechsel vor allem noch, aber auch gute Leistungen. Also Newcastle war noch richtig gut in der Premier League. Dass der Mann bei Chelsea war, ist auch... Das ist der Liverpool-Killer. Stimmt, hat er auch ein paar Buden gemacht. Aber vor allem das eine, wo Gerrard weggerutscht ist. Das war Demba Ba, der das Ding gemacht hat. Das war Demba Ba. Oh, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber krass, ja, stimmt. Da, wo Liverpool die Meisterschaft dann quasi verstolpert hat. Also seine Overall-Bilanz ist, glaube ich, 99 Premier League-Spiele, 43 Tore, 11 Assists. Das ist komplett fein. Das ist vollkommen fein. Also da kann man wirklich nicht viel Schlechtes drüber sagen. Und vor allem, klar, das kann man nicht auf dem gleichen Level bewerten, aber danach noch in die Türkei gegangen und auch da regelmäßig, Saison für Saison, einige Buden gemacht. Ja. Also, was sagst du? Deswegen ist Demba Ba für mich ein Tattoo. An all the things she said. Zweithöchste. Ja, gehe ich schon rein. Zweithöchste. Drunter gehe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, wer hat eine bessere Karriere unterm Strich hingelegt. Als Demba Ba, ich kann ihn aber nicht ganz nach oben ranken. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt dann jemanden ganz nach oben ranken werde in dieser Liste, aber ich gehe mit. Tattoo. Okay, okay. All the things she said. Machen wir weiter mit Sridjan Lakic. Ex-Lauterer unter anderem. Ja, unter anderem der einzige Verein, bei dem er ansatzweise in seiner gesamten Karriere funktioniert hat. Also das stimmt allerdings. In der zweiten Liga vor allem. Aber dann halt auch ein Jahr in der ersten, 2010, 2011, ja. 16 Tore, 3 Vorlagen. Da krieg ich Pippi in den Augen bei der Saison, wirklich. Also das war das Jahr von Sridjan Lakic, ja. Nachdem er dann ablösefrei zu Wolfsburg gegangen ist. Auch von der Bombensaison. Das war die, wo sie eingestiegen sind mit 2 Siegen, 2. Spieltag, Betzenberg, habe ich euch schon 100-mal erzählt, 2-1 gegen die Bayern gewonnen. Mhm. Und da trafen unter anderem Lakic und Ilicevic. Oh ja, Ivo. Mit einem Bombentor, Ilicevic, by the way. Und Lakic hat dann 16 Mal diesen Bizeps-Jubel gemacht. Das war ja sein Jubel da, den eigenen Bizeps küssen. Der gar nicht so groß war, aber er hat es trotzdem gemacht. Der Bizeps, weißt du? Ja. Egal, wer hat, der kann. Also das Selbstvertrauen war groß, mal mit 16 Toren dann unterm Strich in der Saison auch irgendwo gerechtfertigt. Aber danach, das war halt wirklich, der ist zwar noch, es gibt so 2 Arten von One-Season-Wonder der Bundesliga. Einmal die, die ein gutes Jahr in der Bundesliga hatten und dann halt
aber in der Bundesliga gespielt haben oder in Deutschland gespielt haben, aber überhaupt nicht mehr auffällig waren. Oder die, die halt nach dem guten Jahr gegangen sind und dann durch die Länder getingelt sind. Und Lakic hat ja wirklich noch einige Jahre in der Bundesliga auch gespielt. Du hast gesagt, Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt, wieder Lautern, dann sogar noch mal für Paderborn 17 Spiele in der Bundesliga gemacht. Aber halt nie mehr als 4 Saisons. Nee, genau, das war schon ein klarer Drop-off. Also Wolfsburg hat er niemals machen dürfen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich Wolfsburg überhaupt nicht mehr hasse. Weil die haben im FCK so viel kaputt gemacht. Die haben damals einen Abstieg verursacht vom FCK, Anfang der 2000er, ich glaube 2003-2004, durch ein Tor durch Cedric Macchiardi und dann Lakic weggeholt. Dafür haben wir Itai Schächter bekommen. Das hat nicht so gut geklappt, bekanntlich. Also, aber Lakic für mich, ich würde es gerne höher sagen, emotional war es für mich ein tolles Jahr, aber es ist ein Freestyler. Naja, wollte ich auch gerade sagen. Man kann ihn, glaube ich, nicht ganz nach unten packen, weil dafür war er dann auch zu lange noch in der Bundesliga aktiv. Aber für höher geht nicht. Das eine Jahr, es ist dann immer spannend, dass so ein Spieler, der die restliche Karriere kaum was gezeigt hat, dann dieses eine gute Jahr hatte. Wahrscheinlich auch von den Umständen dann irgendwo. Wer war da Trainer? Marco Rose. Nee. Marco Rose? Marco Kurz. Marco Rose glaube ich noch nicht. Aber, nee, Marco Kurz. Marco Kurz, ja guck. Das, für mich auch ein Freestyler. Absolut. So viel zum Thema auf Krawall gebürstet hier bisher. Ja, noch gar nicht. Du musst mal anfangen jetzt, glaube ich. Dann, Marcio Amoroso ist unser Nächster. Und ich kann halt vorweggreifen, mit Marcio Amoroso verbinde ich sehr, sehr viel. Marcio Amoroso, die eine Saison bei Dortmund, und zwar war das 2001, 2002, zur Meisterschaft unter anderem geschossen, mit seinen 18 Toren, Torschützenkönig, müsste er auch gewesen sein, 7 Vorlagen noch dazu, und er war zu der Zeit mein absoluter Lieblingsfußballer. Ich war irgendwie 11, 12 Jahre alt, und der Typ, ich fand ihn einfach nur beeindruckend, mit Tomasz Rosicki an der Seite. Marcio Amoroso war ein Held meiner Kindheit. Und das Ding ist, ich packe ihn ganz nach oben. Let's go. Ich packe ihn ganz nach oben, auch wenn der Rest seiner Karriere das vielleicht nicht unbedingt hergibt. Was man aber nicht vergessen darf, der Mann ist auch Torschützenkönig der Serie A gewesen, ein paar Jahre vorher. Das zweite Jahr war noch so okay von den BVB-Zahlen, glaube ich, oder? Das zweite Jahr waren nur noch 6 Tore, 4 Vorlagen. Also das ist kein totaler Ausfall. Man muss aber sagen, ich finde, was hier wichtig ist, diese 25 Millionen, die heute nach brr klingen, waren damals halt eine astronomische Ablösesumme, gerade für einen deutschen Verein. Ja. Und auch einer der Transfers, die, glaube ich, Dortmund an den Rande des Verschwindens gebracht haben wirtschaftlich. Und das muss man, glaube ich, mit reinnehmen. Das eine Jahr war stark. Aber da kann er ja nicht viel für, oder? Wenn jemand so viel Geld für ihn bezahlt. Gemessen muss ich ihn daran schon so ein bisschen, an dem, was er gekostet hat und was er dann letztendlich gebracht hat. Nämlich ein gutes Jahr. Und dann, glaube ich, war er auch vereinslos, also hat er auch keine Ablöse mehr eingebracht. Er ist dann noch nach Brasilien gegangen, ein Jahr in Malaga. Brasilien, bei Milan war er noch, kurzzeitig übrigens, hat da aber kaum gespielt. Wieder Brasilien, mehrere Stationen. Da kam nicht mehr viel, aber ich weiß, es ist sportlich schwierig zu rechtfertigen. Das ist, glaube ich, dann eher so ein persönliches Ding. Aber, wie gesagt, der Mann hat über 20 Tore, glaube ich, für Udinese Calcio gemacht, ein paar Jahre, bevor er zu Dortmund gegangen ist. War einer der besten Stürmer der Serie A. Dann Torschützenkönig in der Bundesliga. Der Typ hat sich halt zu sehr immer dann irgendwie weglocken lassen, war charakterlich, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also, du hast mich gerade noch von Over the Rainbow auf Tattoo hochgeredet, aber mehr gibt's von mir nicht. Okay, aber also, damit kann ich leben. Für mich ist Mambo Number 5. Nee, komm, Mitte. Over the Rainbow. Also 25 Millionen, never ever. Ja, wie gesagt, ist halt schwierig zu sagen. Also, du hast halt als Spieler so viel getan, dass jemand für dich 25 Millionen zahlt in einer Zeit, in der er sich erstens nicht leisten kann und B, das enorm viel Geld war. Marek Mintal ist der Nächste. Oh! Was ist das Phantom? Da haben wir schon mal Ärger für bekommen. Ja? Ja, Nico und ich, weil wir Torschützenkönige gerankt haben und Marek Mintal weit unten hatten und dann auf uns eingedroschen wurde von den Clubfans, irgendwie auch zu Recht, weil Marek Mintal eigentlich gar kein Stürmer war, im ursprünglichen Sinne. Okay. Sondern offensiver Mittelfeldspieler, der dann so ein bisschen nah in die hängende Spitze reingerutscht ist. Hätte ich ihn jetzt, aber was mich da jetzt schockiert hat, die sind aufgestiegen und dann hatte der dieses Mörderjahr mit 24 Toren. Genau. Und dass ein Spieler, der war dann glaube ich 27, in 2 Saisons insgesamt auf 42 Tore kommt und 12 vorbereitet und dann trotzdem weiter für Nürnberg spielt, ist aus heutiger Sicht komplett undenkbar. Das ist komplett undenkbar und vor allem dann auch die Dramatik des Drop-Offs.
Also, der hatte noch eine starke Zweitligasaison. Eine richtig gute aber. Eine richtig gute mit 16 Toren. Ja. Aber halt auch viele, wo es gar nicht mehr lief. Dann auch noch mehrfach Bundesliga gespielt. Aber ja, wie du schon sagst, die meisten sind nach ihrem starken Jahr halt dann direkt gewechselt. Ich weiß nicht, woran das gelegen haben könnte. War halt noch eine andere Zeit irgendwo auch. 04, 05 war sein besonders starkes Jahr. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Emotion bei Marek Mintal. Ah, doch. Ich erinnere mich an dieses eine Jahr und das war krass, aber... Marek Mintal, Laufbahn, Mr. Lady Jeans, Alter, das ist einfach nur Nostalgie pur für mich. Das ist so für mich Nürnberg in der Zeit. Weiß ich nicht, ich habe da keine großen Verbindungen, deswegen... 24 Tore in der Bundesliga sind schwer beeindruckend. Das ist eine Ansage, besser als hier Amoroso, Mann. Einige, besser als einige, die hier auch noch kommen werden. Und trotzdem, was danach kam, ist für mich genau in der Mitte. Over the Rainbow. Gehe ich auch rein. Over the Rainbow. Ja. Für mehr geht's halt einfach nicht, weil das war dieser eine Ausreißer und die Zweitligasaison können wir nur bedingt werten. Ja gut, Marek Mintal, du gehst auch in die Mitte. Ja. Ja. Der nächste, ein großer Musiker, könnte man auch als Tier nehmen, als One-Hit-Wonder, Josip Drimic. Ah! Josip Drimic, ich wusste das bis vorhin gar nicht, ist auch unter die Musiker gegangen, unter die Sänger gegangen, hat ein Wahnsinnsbrett abgeliefert mit No Tomorrow. Ja. Super Videoclip, nein, Spaß. Ein ganz furchtbarer Song und auch ein nicht besonders berauschender Videoclip. Den Song gibt es ja auch irgendwie in 1000 Varianten, also dass es keinen Morgen gibt. No Tomorrow. Natürlich. Ronan Keating hatte If Tomorrow Never Comes, der war deutlich besser. Absolut. Ronan Keating generell auch als Sänger. Und Ronan Keating ist, glaube ich, gar kein schlechter Fußballer, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat immer bei so Benefizturnieren mitgespielt und ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wollte Ronan Keating nicht sogar Fußballprofi werden? Vielleicht verwechsel ich das. Wie hieß nochmal das Song mit dem Rollercoaster? Life is a Rollercoaster. Ja, der war Hammer. Der war ein Banger-Song auf jeden Fall. Josip Drimic hat zumindest eine Banger-Saison in der Bundesliga hingelegt. Ja. Und zwar 2013, 2014, auch für Nürnberg, der zweite Nürnberger in dieser Liste. 17 Tore, 3 Vorlagen. Sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Total. Aber es war auch ein Jahr, ich hab mal irgendwann mal so eine Stat Grafik von ihm gesehen aus der Saison und es war vollkommen absurd, wie viele Schüsse der hatte im Vergleich zu Tore. Gefühlt war in dem Jahr jeder Schuss, den er hatte, fast drin. Also er hat eine Conversion Rate gehabt von Abschlüsse zu Tore, wo eigentlich klar war, die kann kein Mensch auf der Welt halten. Also konnte er auch nicht, weil danach zu Leverkusen gewechselt, 26 Spiele, 6 Tore und so ging es dann immer weiter eigentlich bergab. Aber er ist ein bisschen gebändnert worden, finde ich, bei Leverkusen. Gebändnert im Sinne von? Dass mehr in ihm gesteckt hätte, finde ich auf jeden Fall. Also auch ein Stürmertyp, der, glaube ich, so in die Zeit nicht ganz passte, eher so ein Poacher. Aber Bendtner hatte ja damals das Problem, bevor er bekloppt geworden ist. War es schon immer. Ein bisschen wahrscheinlich schon. Ja, aber hat immer das Problem gehabt, dass ihm immer jemand vor die Nase gesetzt wurde. Ah ja. Robin van Persie, dann glaube ich nachher Giroud. Mhm. Also es gab immer irgendjemanden, der in der Stürmerhierarchie bei Arsenal vor ihm stand. Und so war es da auch. Die hatten erst Kiesling noch, dann haben sie Chicharito geholt. Also stimmt. Es war nie so, dass Drimic einfach auch Raum und Zeit hatte. Und jetzt gerade in Kroatien. Ja. Ey, ich war mega geflasht. Der Mann spielt gerade per Laie. Also eigentlich ist er bei Norwich unter Vertrag und per Laie in die kroatische Liga zu Rijeka, glaube ich, ausgeliehen. 14 Spiele, 13 Tore. 2 Torvorlagen sogar auch noch. Also der ist gerade Top-Torschütze der kroatischen Liga. Vielleicht nochmal irgendwie so Spätherbst der Karriere. Aber ansonsten bei keiner Station mehr so richtig überzeugend, auch bei Gladbach. Nee. Ich gehe den Freestyler-Weg. Ich frag mich, wo wir krasse Unterschiede am Ende haben könnten. Ich muss auch Freestyler gehen. Last Ketchup, reicht es? Nee, ich gehe Last Ketchup. Okay. Ich gehe Last Ketchup, weil Josip Drimic hat bis auf diese eine Saison wirklich keine, auch nur ansatzweise gute Saison mehr. Und die jetzt halt. Und die jetzt, die halt noch läuft. Okay, aber es ist die kroatische Liga. Ja. Also, kannst du, weiß ich nicht, wie hoch du die bleib jetzt trotzdem in der 4, weil wäre ja blöd, wenn ich jetzt auch korrigiere, dann haben wir wieder beides gleich gemacht. Nein, ich finde auch, dass du sportlich auf jeden Fall nicht in die unterste gehen musst. Aber ich finde, das ist halt so unberauschend, was danach kam. Hit me. Yes, Grafitsch ist der nächste Kandidat. Das mache ich ganz kurz, oberstes Tier. Oh, ja. There's no way around it. Es gibt keinen Weg drumherum für mich, wirklich nicht. Unmöglich, den Typ woanders hinzupacken.
Weil du sagst, was er in diesem einen Jahr bei Wolfsburg mit Dzeko und den anderen, Misimovic, glaube ich, ja. Der wurde dann spät 20, glaube ich, mit 7, 28, also eigentlich Prime seiner Zeit, aber wurde er für 7, 5, glaube ich, geholt aus Frankreich von Wolfsburg. Mhm. Macht dann diese, also das erste Jahr, im zweiten Jahr Meister geworden. Das war dieses 28 Tore, 10 Vorlagen. Genau. Aber selbst in den drei anderen Saisons, der ersten und den zwei danach, kommt er insgesamt, Moment hier, ich habe Notizen sogar, 31 Tore und 12 Assists. Also im Schnitt immer noch pro Jahr zweistellig getroffen, paar Tore vorbereitet. Wenn du sagst, einen Stürmer kaufst, den kaufst du, der macht dir in 4 Saisons dreimal zweistellig und einmal 28 Tore, dann kommt da ein Stempel drauf. Der war halt schon alt, deswegen kam danach nicht mehr viel, aber das ist für mich top. Absolut. Und gerade dann diese Meistersaison mit 28 Toren, natürlich hat er da auch ein bisschen von den Umständen profitiert mit einem Dzeko an der Seite und generell hat da einfach viel funktioniert bei Wolfsburg in dem Jahr. Aber er hat halt, wie du schon sagst, in den anderen Jahren getroffen und er hat auch bei jeder anderen Station danach noch getroffen. Das sind dann zwar vielleicht irgendwo in den Emiraten, wo war er noch? Serie B hat er, sogar in der Serie A, in Brasilien, Entschuldigung. Ich dachte kurz, das wäre die italienische. In Brasilien auch nochmal wieder getroffen, hat vorher ja auch in Brasilien, ich glaube mit Sao Paulo, ganz gut gespielt. Der hat einfach immer getroffen, der Mann. Nee, ich finde auch, also Graffite ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist für mich, ist das Mambo Number 5. Muss ich mitgehen. Und den hat er auch getanzt in dem einen Jahr, muss man sagen. Muss ich mitgehen. Ach, das Tor gegen die Bayern. Das ist Bundesliga-Geschichte. Absolut. Next one ist Aristide Bonsai. Aristide Bonsai, sagst du? 2009, 2010, 10 Tore, 2 Vorlagen. Man hat ihn besser in Erinnerung, finde ich. Man hat ihn so als dieses athletische Monster da im Sturm von Mainz. Mhm. Tuchel müsste da Trainer gewesen sein in der Zeit, wo die Mainzer generell sehr gut gespielt haben und er einfach so als wirklich schneller, physisch starker Spieler, der da vorne sein Unwesen treibt, aber am Ende waren es nur 10 Tore. Also wenn du heute drauf schaust, denkst du ja, 10 Tore ist eine okay Saison, aber ist jetzt selbst für ein One-Hit-Wonder oder One-Season-Wonder jetzt keine Saison, wo du sagst, boah, hat der abgerissen. Danach kam gar nichts mehr, für Augsburg, glaube ich, kein einziges Bundesliga-Tor gemacht, danach für 1 Million Clubs gespielt. Das ist für mich der Inbegriff von wer auch immer da unten drin ist. Bei uns in den Tiers. Last Ketchup. Der Ketchup-Song, Aristide Bonsai himself. Vorher noch eine gute Zweitligasaison gespielt mit 14 Toren für Mainz. Und dann halt in dem ersten Bundesliga-Jahr. Ja, das war halt, selbst das Jahr war nicht toll. Aber ich finde, man hat ihn so im Kopf als One-Season-Wonder. Ja, und 10 Tore ist auch vollkommen okay. Das müssen wir gar nicht kleinreden. Ja. Aber das ist für mich einfach, wenn jemand da unten reingeht, dann Bonsai. Ich gehe mit. Und damit kommen wir zum nächsten, der in eine ganz andere Kategorie gehört in meinen Augen, nämlich Papis Demba Cissé. Papis Demba Cissé bei Freiburg sein richtig starkes Bundesliga-Jahr erlebt und zwar 2010, 2011, 22 Tore, 2 Vorlagen. Danach noch ein Jahr, noch ein halbes Jahr da gespielt, auch da noch 9 Mal getroffen und dann in die Premier League zu Newcastle gewechselt. Ich will noch nichts sagen. Wie stehst du zu Papi Demba Cissé? Das Bundesliga-Jahr mit den 22 Toren war nicht Prime Cissé. Nee. Prime Cissé war das halbe Jahr in Newcastle. Wo er ein Traumtor nach dem anderen geschossen hat. Wo er 12 Spiele gemacht hat, 13 Tore und einfach nur Banger nach Banger genagelt hat. Inklusive eines der besten Tore aller Zeiten. Ja. Der Dreher gegen Peter Cech. Alter, ich hab's mir vorhin nochmal angeguckt. Ja, komplett irres Tor. Ob er das so gewollt hat, keine Ahnung. Wie aus einem unmöglichen Winkel schlägt er wirklich direkt neben dem Pfosten ein gegen Chelsea. Und generell, ich habe eben nochmal ein Video angeschaut von allen Toren, die er da gemacht hat. Ja, ich auch. Das selbe Video sogar. Ja, ja, ja. Und das war auch einfach eine geile Newcastle-Mannschaft. TUT, Rest in Peace, Colocini, Johan Cabay, Demba Ba, Papi Cissé, Ben Arfa. Das war eine richtige Baller-Truppe. Das war richtig, richtig krass, was die abgerissen haben da unter Alan Pardew damals. Ja. Und Cissé, es gibt wenig Schöneres, finde ich, als einem Stürmer dabei zuzugucken, wie er in so einer Phase drin ist, wo einfach alles klappt. Ja. Weil er diesen unerschütterlichen Glauben an sich selbst hat. Also und das ist ja bei vielen hier der Fall, dass die in diesem einen Jahr einfach, bei Stürmern ist es ja oft eine Kopfsache und eine Mentalitätssache, wenn du einfach so viel Selbstvertrauen hast, dass du sagst, egal was ich mache, ich schieße jetzt auch mal aus dieser Position. Bei vielen ist das halt in dem einen Jahr so gewesen und dann nicht mehr. Bei Papi Demba Cissé war es halt mehrere Jahre so. Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass der einfach 2019, 2020 in der türkischen Liga nochmal 22 Buden gedrückt hat.
What? Der, also mittlerweile ist er vereinslos tatsächlich, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber der hat bis zum Ende einfach überall noch geknipst. Fast jedes Jahr irgendwo zweistellig geknipst, egal in welcher Liga. Für mich gehört er ganz nach oben. Ja, für dich, glaube ich, auch. Dog, ja. Top Dog, auf jeden Fall. Also, das ist ein Lubega, wie er im Buche steht. Ist Franco Di Santo das auch? Nee. Franco Di Santo ist ein Phänomen. Ich glaube, von dem hat man immer viel mehr gehalten im Rahmen der Bundesliga, als er wirklich war. Das war ein kleiner Schaumschläger. Weil er hatte dieses eine gute, wenn auch nicht überragende Jahr bei Werder Bremen. 14-15 war es. 13 Tore in 26 Spielen. Und danach halt einfach gar nichts. Das ist eigentlich mehr. Schon sogar sehr gut. Ich finde nämlich, wenn man sagt, jedes zweite Spiel treffen, ist schon für einen normalsterblichen Stürmer schon eine extrem gute Quote. Aber es war halt genau das. Es war dieses eine Jahr. Und ich glaube, in seiner gesamten Karriere, außerhalb dieser Saison, kein Jahr gehabt, in dem er zweistellig getroffen hat. Nicht mal ansatzweise. Ich habe es mir hier nochmal rauskopiert. Sein bestes Jahr auf Liga-Ebene. Er hat in der Europa League in dem einen Jahr für Schalke mehr Tore gemacht als in sämtlichen anderen Jahren in irgendwelchen Ligen. 4 Tore ist sein Höchstwert danach. Egal wo. Ob dann ist nach Argentinien jetzt zurückgegangen. Ob in Argentinien, ob bei Rayo Vallecano. Da hat er 6 Spiele gemacht, kein einziges Tor. Gar nichts mehr kam da. Hat sich Herr Werder nochmal angeboten sogar jetzt. Ja. Dass er zurückkommen würde. Schön. Wollten sie aber nicht, nee. Weil er gezeigt hat. Ich glaube, der hatte halt sehr viele Vorschusslorbeeren, weil er als Jugendspieler galt als großes Talent. Kam er auch von Chelsea? Zu Werder? Nee, ich glaube, da war es noch ein Zwischenschritt. Aber er war bei Chelsea davor. Ich meine, er kam von Wigan ablösefrei. Das kann gut sein. Er war aber auf jeden Fall mal bei Chelsea. Und dann hattest du wahrscheinlich so diesen Stempel, oh, Chelsea hat was in dem gesehen. Ja. Und davon hat er lange gezerrt. Dann das eine Jahr bei Werder Bremen und alle dachten, da ist Talent, aber war es nicht wirklich. Für Werder war es trotzdem ein Stil, ablösefrei. Ja. Für Schalke waren es verbrannte 6 Millionen Euro. Ja. Das muss man so sagen. Haben sie nur 6 Millionen? Ja. Ich hatte mehr im Kopf. Also das glaube ich zumindest. Ja, kann gut sein. Ja. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Ich dachte immer, der wäre teurer gewesen für Schalke. Aber gehst du ganz nach unten? Ich kann vorweggreifen, ich muss ganz nach unten gehen. Es führt kein Weg dann vorbei. Ja. Franco Di Santo muss da runter. Franco Di Santo, das eine Jahr in allen Ehren, aber ein gutes Jahr hatten die alle hier. Sonst wären sie nicht mit dabei. Zum Beispiel auch Bundesliga-Torschützenkönig Thomas Christiansen. Das ist, glaube ich, mit Marcio Amoroso der, wo das Jahr am längsten her ist sozusagen. Und zwar Torschützenkönig im Jahr 02-03 geworden. Ja. Mit 21 Toren für den VfL Bochum. Und das ist wirklich, also der Typ hat auch eine ganz seltsame Karriere hingelegt. Sowohl war es erstmal das, irgendwie auch in Barcelona mal gedümpelt. Ja, Barcelona, zum Beginn seiner Karriere war er da, hat aber nur 2 Spiele gemacht. Ja, aber sowohl was die Tore angeht, 21, als auch die Punkte, das, womit du früher Torschützenkönig-Meister werden konntest, wenn du es vergleichst zu heute, das ist so vollkommen absurd. Ja, ja. Du konntest irgendwie mit 68 Punkten Meister werden und mit 20 Toren Torschützenkönig. Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar eigentlich. Also, ja, weil die Qualitätsdichte ja einfach viel, viel enger war. Ja. Das waren halt noch Zeiten, wo Dortmund das Jahr vorher und dann kam auch irgendwann nochmal Bremen auf und da war es komplett offen. Klar, die Bayern waren irgendwie immer so die zu schlagende Mannschaft, aber ja, und es gab nicht diesen. Es gab keinen Robert Lewandowski, der da seine. Die sogenannten Good Times. Die Good Times der Bundesliga und Christiansen gehörte dazu. Halt Däne, also Däne eigentlich, hat sich dann aber für Spanien entschieden. Ja, ist nicht gern gesehen in Dänemark. Deswegen auch jetzt Nationaltrainer von Panama. Stimmt, habe ich auch gesehen. Nationaltrainer von Panama, Thomas Christiansen. Ja, wie rankt man den ein? Hast du Janosch geratet als Kind? Oh, wie schön ist Panama? Nee. Nee? Also ja, geguckt hier, aber ne, aber jetzt nicht. Tolle Kinderbücher, wirklich. Also, ja, absolut. Also ja, aber war jetzt kein Riesenthema bei mir in der Kindheit. War Thomas Christiansen ein Riesenthema bei dir in der Kindheit? Weil du warst ja noch sehr, sehr jung, als er Torschützenkönig geworden ist. Ja, da war ich noch ziemlich jung. Also ist nicht so, dass wir zwischen uns jetzt Generationen liegen würden. Nee, aber das klang so, ne? Ja. Aber ich war dann auch sehr jung. Ich war da auch noch sehr jung. Also so war das nicht gemeint. Ich glaube, allein 12. weil er Torschützenkönig war und über 20 Mal getroffen hat, würde man ihm Unrecht tun, wenn man ihn kategorisiert mit Leuten wie Boncé, mit Leuten wie Franco Di Santo. Er ist eigentlich sogar besser als Rijan Lakic.
Hat, glaube ich, nochmal 9-mal für Hannover getroffen, auch danach noch. Mhm. Deswegen gehe ich ins mittlere Tier. Das ist für mich prädestiniert für Over the Rainbow. Ich gehe eins drunter. Okay. Weil, bis auf diese eine Saison, ja, eine gute Zweitligasaison, 9 Tore für Hannover. Damit rettest du dich vor dem Ketchup-Song, aber nicht vor dem Freestyler. Ich würde dich jetzt gerne outcallen mit Leuten, die du im zweiten Tier hast, im zweitletzten, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich auch nicht. Heute ist bei mir komplett wild. Machen wir weiter mit Jan Schlaudraff. Jan Schlaudraff fällt mir persönlich auch ein, wenn man an einen One-Season-Wonder denkt, weil man diese eine gute Saison mit Alemannia Aachen im Kopf hat, die aber statistisch gar nicht so gut war. Es war 06-07, 28 Spiele, 8 Tore, 8 Vorlagen. Das sind die schlechtesten Zahlen, glaube ich, die wir hier dabei haben. Ist er von Aachen nach München? Ja, und zwar eigentlich nur, weil er ein gutes Spiel mit Aachen gegen München hatte. Und das war die Zeit, in der mit die randomste Bayern-Transferzeit überhaupt. Ja. Also da fallen so Leute rein, Vahi Taşemyan, den haben sie auch geholt. War das da? Das war so eine Massimo-Otto-Zeit, oder? Aber das war die Zeit, in der Bayern irgendwie random Leistungsträger von irgendwelchen Vereinen geholt hat. Ja, ja, ja. Und Schlaudraff ist für mich so eine Kategorie mit Taşemyan unter anderem. Der sich auch seine Karriere mit dem Wechsel zu den Bayern natürlich mehr oder weniger ruiniert hat. Hat noch gut gevibed in Hannover. Ja, absolut. Aber auch nur gevibed, weil dann unterm Strich das Beste, was er hatte, waren 5 Bundesliga-Tore. Aber er war trotzdem gut. Ja, er war trotzdem gut. Also war Leistungsträger. Generell Schlaudraff musste ja auch Teil der Hannover Prime gewesen sein. Mit Slomka in der Europa League, auf jeden Fall. Und deswegen, also, muss ich... Wo geht man da hin? Ich weiß es auch nicht. Das ist schon einfach der ist auch kein Stürmer gewesen. Ich fände es jetzt unfair, den jetzt nur als Stürmer zu raten an Toren. Schlaudraff war ja kein Neuner. Was hat er denn gespielt? Auch so hängende Spitze oder Flügel? Ja, so irgendwie da so zwischendrin. Aber es war für mich kein ausgewiesener Stürmer. Mhm. Deswegen, ich glaube, ich auch in die Mitte rein. Also ins Rainbow-Tier. Wen hatten wir eben? Christiansen, ja. Da bist du ins Vorletzte. Ich kann Schlaudraff nicht über Christiansen ranken, der 21 Tore gemacht hat. Deswegen muss ich sie ins Gleiche ranken. Ja gut, dann mach das. Freestyler für mich, Jan Schlaudraff. Jetzt haben wir nur noch einen. Ja. Oh, und das gibt Diskussionen. Luka Jovic. One-Season-Wonder der Bundesliga Luka Jovic. Und ja, das ist der, dessen Karriere halt noch läuft und noch lange nicht vorbei ist. Aber bisher war ein One-Season-Wonder in der Bundesliga. 18-19 war es. 17 Tore, 6 Vorlagen. Ja. Dann der Wechsel zu Real Madrid. Und seitdem nada. Ja, ich finde es halt wild, jetzt irgendwie über einen 23-Jährigen zu sprechen, so als ob die Karriere schon irgendwie müssen einen Haken wir ja nicht dran hätte. Aber bisher ist er ein One-Season-Wonder. Das hat der große Kontrast zu allen anderen. Ja. Alle anderen sind ja irgendwie jetzt schon mit dem Rollator unterwegs, die meisten. Also das ist bei Jovic einfach sauschwierig, was zu beurteilen. Stand jetzt, klar. Aber who knows in 5 Jahren. Also wenn mir den Stürmer zeigt mit dem Körperschwerpunkt, mit der Athletik, mit dem Abschluss in beiden Füßen und mir sagt, dass der in den nächsten 7 Jahren nie wieder gut Fußball spielen wird, dann sage ich, das glaube ich einfach nicht. Es muss irgendwo einen Platz geben für Luka Jovic, nicht bei Real Madrid, nicht in dem Regal, aber irgendwo darunter, wo er noch glücklich werden kann, wo wir sagen können, das ist eine sehr ordentliche Karriere gewesen. Und das ist jetzt bei seiner Rückkehr bei Eintracht auch nicht so doll lief. Hängst du ihm nicht zu? Hänge ich ihm nicht? Nee, weil es einfach brutal schwierig war. Er ist ja reingekommen als klare zweite Geige hinter einem André Silva, um den herum gespielt wurde und wo klar war, das ist unser Main Man. Ich glaube, wenn man Luka Jovic als Hauptstürmer nochmal bei Frankfurt reinstellen würde, würde er auch wieder funktionieren. Bin ich überzeugt von. Das klingt, als würdest du ihn relativ weit oben einranken. Ich finde es super schwer. Weil die eine Saison war ja auch stark. Das war ja eine sehr, 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 sehr gute Saison. Es war ja jetzt es kam schon ein bisschen überraschend, dass ausgerechnet Real Madrid da die Mannschaft ist, die ihn unbedingt haben will. Aber jetzt auch nichts, also es war schon irgendwo ein bisschen angemessen, oder? Oder fandst du den Wechsel komplett absurd? Ich fand es halt aus seiner Sicht dumm, zu Real zu gehen, weil das irgendwie... Weil es klar war, dass er da nie... Scheitern mit Ansage im Prinzip, aber... Dass irgendjemand viel Geld für ihn zahlt, war vollkommen gerechtfertigt. Und ich gehe ins mittlere Tier, weil das alle Richtungen offen lässt. Und
Alles andere, glaube ich, macht keinen Sinn für die Bewertung. Muss ich mitgehen, weil ich habe überlegt, kriege ich ihn irgendwie ein Tattoo? Ja. Einfach, weil er noch auch die Chance hat, das Ganze besser am Ende aussehen zu lassen. Aber Stand jetzt nicht. Es war das eine Jahr, das war nicht viel besser als andere, die hier, die wir hier besprochen haben. Und danach kam halt bis jetzt noch nichts. Kann sein, dass das passiert, muss aber nicht. Fand ich jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, spannend, so eine Winterleihe zum BVB. Und dann im Sommer, wenn Haaland weggeht, vielleicht drüber nachdenken. Aber wieso die Winterleihe? Ja, weil er weg muss von Real und ich finde, Dortmund hat Bedarf. Die haben hinter Haaland ist einfach Vakuum, da ist nichts. Also, aber würde er nicht bei Dortmund dann auch irgendwo so ein bisschen die zweite Geige sein und Daniel Mahlen sich so ein bisschen in die Quere kommen? Stimmt, den gibt es ja auch noch. Ja. Ich hab gerade so an Mukoko und Tickets gedacht und dachte, das ist alles Gurke. Ja, aber Mahlen ist ja nochmal wieder ein anderer Spielertyp. Ja. So, aber ich weiß nicht, also wenn Haaland weggeht, wenn du es Low-Budget lösen willst, also Low-Budget nicht, aber zumindest in einem preislich erschwinglichen Rahmen, glaube ich, so ein Jovic. Als Nachfolger finde ich es okay. Die Kontakte sind ja auch okay zu Madrid, also why not? Als Nachfolger finde ich es spannend, vorher glaube ich noch nicht. Ja. Vorher würde ihm nicht viel bringen. Ja, da gebe ich dir jetzt auch recht, wo du den Namen Daniel Mahlen gesagt hast. Naja, Daniel Mahlen überzeugt bisher jetzt noch nicht so, aber das kann ja noch werden. Ja, aber allein, dass er da ist, reicht schon. Ja. Das war's. Ja. Es gab noch ein paar mehr One Season Wonder, die man noch mit hätte reinnehmen können. Ja. Über Franza hätte ich noch gerne gesprochen. Leverkusen Ausreißer. Wen haben wir noch gestrichen? Du hast ursprünglich noch Douglas Costa drin, ne? Douglas Costa war einfach vorlagenmäßig das eine Jahr, wann war es, 07, 08 oder so bei den Bayern? Deutlich später. Deutlich später. Was habe ich gesagt? 07, 08. Nein, wie spät das? So alt ist das 17, 18, glaube ich. 17, 18 meine ich. Irgendwie sowas, ja. Irgendwas mit 7 oder 8. Er hat 14 Assists gemacht und 10 davon in den ersten 7 Spielen. Und man dachte, wer ist dieser Mann? Ja, ist eine gute Quote. Wo er auch die Leute überlupft hat oder so im Vollspiel. Ja, für mich immer bis heute einer der unsympathischsten Spieler, die jemals die Bundesliga betreten haben. Hat er da nicht auch direkt einen Rüffel bekommen? Ja, von Robben unter anderem. Ja. Das machen wir hier nicht. Das machen wir hier nicht in der Bundesliga. Sehr schön. Meine Liste war wild. Ja, hier, ich glaube, deine war sehr gut. Ich war auf Krawall gebürstet, aber bin hier handzahm aufgetreten. Also. Ja, das stimmt allerdings. Das war's für heute. Das waren unsere One Season Wonder. Wenn euch noch ein paar andere Namen einfallen, die wir vergessen haben, die wir unbedingt hätten reinnehmen müssen, gerne in die Kommentare auch eure Einschätzung zu so ein paar Spielern, wo wir ein bisschen unsicherer waren. Thomas Christiansen. Wird noch was aus Luka Jovic? Irgendeiner muss Artyoms Rotnev sagen. Es kamen schon ein paar Vorschläge für One Season Wonder. Da waren noch ein paar dabei, wo ich danach gesagt habe, da war nicht mal die eine Saison richtig gut. Aber lasst es uns wissen. Hast du noch was auf dem Herzen? Schluss. Ja, und Feierabend. Macht's gut. Tschüss. Ciao.